To shine. Ist der Modus? Mein Lauf hat sich ganz geil angefühlt eigentlich. Ja. Schon Bock jetzt. Ich glaube, es könnte ein geiler Tag werden für Mojo.
Ich hatte schon 3 Minuten zum ein bisschen ausschwitzen. Nicht, dass ihr denkt, so laufe ich einen Halbmarathon. Wir sind hier quasi 100 Meter hinter der Halbmarathon-Markierung. Und Zwischenupdate. Ich bin sehr gespannt, wie es natürlich ausgeht. Aber Zwischenupdate, ich glaube, wir haben es ganz gut hingebracht. Johannes wollte ja 65.00 durchgehen. Wir sind 64.49 durchgegangen. Klar, waren ein paar Kilometer mal dabei, die auch für meinen Geschmack ein Ticken zu schnell waren. 3.02 oder so, wenn es mal ein bisschen bergab ging. Aber ich glaube, wir haben die Gruppe ganz gut zusammengehalten. Ist ja noch sehr groß gewesen, wie man es gesehen hat. Und das sind eigentlich gute Voraussetzungen, dass auf der zweiten Hälfte, wenn dann auch Hendrik, Pfeiffer und ja, mal gucken, wie lange die Kenianer laufen, dann nach und nach aussteigen werden. Also Hendrik wollte noch bis 25 machen, dass dann hoffentlich die Jungs noch zusammenarbeiten können und alle eine geile Zeit laufen. Ja, 64,49 kann man ja leicht hochrechnen. Diese Jungs sind gerade auf Kurs für unter 2 Stunden 10. Und ich würde es ihnen wünschen, dass sie es packen. Was sagst du, Wetter? Ja, Wetter ist geil. Also man sieht jetzt hier ein bisschen angeschwitzte Sachen und so. Es ist schon ein bisschen kühl, deswegen werde ich jetzt auch gleich Richtung Hotel zurück joggen, damit ich mich hoffentlich nicht erkälte. Ich glaube, die Bedingungen sind nahe an perfekt. Also ich war ja vorne als Pacemaker. Wir hatten 2-3 Straßen, wo du vielleicht leicht gemerkt hast, dass es ein bisschen Gegenwind ist. Aber das war wirklich eher minimal. Ich glaube, so wenn die Jungs sich gut hinter uns verstecken konnten, ich bin jetzt eher groß, ich schirme, glaube ich, gut ab, dann dürft ihr davon eigentlich nicht viel gemerkt haben. Und Temperaturen sind echt, ich würde sagen, echt optimal. Wir haben wahrscheinlich so 11 Grad, würde ich tippen, 12 Grad vielleicht. Gut, Tim hinter der Kamera könnt ihr es nicht sehen, steht hier gerade ganz geschillt im T-Shirt. Ich denke mir schon, oh, Jacke wäre nicht schlecht. Aber ja, ich glaube, das wird geil. Und muss auch sagen, ich hatte selber Bock, das heute zu machen. Also an der Strecke, die Stimmung ist halt Berlin-Marathon, ist halt einfach sensationell. Und ich höre sehr oft meinen Namen an der Strecke, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, das ist einfach mega. Sehr schön. Jetzt gehst du auslaufen? Ja, ich gehe mal davon aus, Tim schnappt sich jetzt hier einen Roller. Und dann werden wir zusammen uns mal Richtung Race Hotel hier zurück. Oder, also ich werde mal laufen, Tim mit dem Roller nachkommen wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, Bild machen wir auch noch. Sehr cool. Yes. Ja, sehr gerne. Ja, geil. Ist jetzt nach 3 Wochen Training, glaube ich, ganz okay gewesen. Okay, gut. Und nee, also ein bisschen weiter wäre vielleicht noch gegangen. 25 wäre, glaube ich, richtig hart geworden. Deswegen hatte ich mit Hendrik nochmal gesprochen. Hendrik hat aber gemeint, er macht. Noch dabei? Genau, Hendrik hat gesagt, er macht auf jeden Fall bis 25. Und dann waren ja noch 2 Kenianer und die Gruppe war noch relativ kompakt. Das nächste. Die haben gesagt, am Halbmarathon ist er unter 60 durchgegangen. What? Ja, der Plan war 60-50 im Technical Meeting und er ist scheinbar unter 60 durchgegangen. Aber wo ist dann Johannes jetzt? Der ist jetzt schon über 25 auf jeden Fall. Dann ist Hendrik vielleicht auch länger noch dabei geblieben, ja. Wahrscheinlich. Genau den Weg weisen. Ja, es ist nicht mehr so lang, klar. Wir haben jetzt ziemlich genau die Marke in der Geschichte dieser vielleicht mit Asifa. Richtig zerlegt am Ende. Wie war's? Härteste Lauf meines Lebens. Ja? Wie schnell? 2:30 irgendwas. Ja, komm. Aber ich muss einfach meine Schuhe binden, weil es einfach so weh getan hat. Ja. Ich habe mich bis 21 echt extrem gut gefühlt.
auch Pace war gut. Und zwischen 23 und 25 innerhalb von 2 Kilometern bin ich hochgegangen. Und dann, wenn du halt so bei 25 oder 26 dann die Mädels sagst, okay, lauf, du weißt, du hast dann einfach noch verdammt lange mental auch echt übel. Komm. Und dann einfach weiter zu laufen. Starke Leistung. Nee. Kilometer so 26, 27. Und da hat es bei mir Klick gemacht und dann scheiße. Ich wusste ja, dass es schwer ist, ein Auto zu bekommen. Ich wollte eigentlich durchlaufen. Und auch da war es dann echt so eine Quälerei, wo du sagst, okay, warum machst du das? Und dann ist es ja so, es laufen alle an dir vorbei. Und denkst du, eigentlich nicht. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Großartig. In einer grandiosen Zeit von 4 Stunden 28 und 45 Sekunden, du hast dein Ziel erreicht. Das ist keine Punktlandung. Ich würde mal sagen, Pacemaker hat auch einen guten Job gemacht heute hier. Ja, wie geht's jetzt so oben nur noch? Großartig. Ja. Danke vielmals. Sehr, sehr gerne. Genieß es und Erlebnis sein, was besonders ist. Das garantiert. Aber ich hole mir erst meine Medaille. This is the beauty